Die drei Damen stelle ich jetzt der Reihenfolge nach vor. Ganz links außen, von uns aus gesehen, die Mangala. Die Mangala hier in dieser neuen Betonröhre. Die Mangala ist 1993 in Südindien geboren, kam 1994 am 1. Dezember. Und dann, bei der Mangala ist dieser helle Fleck zwischen Auge und Ohr auffällig, an beiden Seiten. Das ist die Schläfe und die hat da eben sehr schöne helle Flecken. Die Mangala ist sehr technikbegeistert bei uns. Wenn hier im Gehege oder im Haus eine Schabe locker ist, sie findet sie bestimmt und macht uns nicht immer damit einen Gefallen. Die Ohren sind beim Afrikaner ungefähr doppelt so groß wie bei unseren hier. Die brauchen sie auch in der trockenheißen Savanne, wo die Elefanten in Afrika herkommen. Südlich der Sahara kann es schon sehr heiß werden. Elfenbein geschmuggelt, meistens nach Asien bzw. eben speziell China. Schiebt, dass sie hier noch an fressbare Sachen rankommt, sei es ein überhängender Bambus oder ähnliches. Und sie ist auch eine, die uns im Haus genau beobachtet. Und ein Elefant, die selten still auf einer Stelle steht, die immer viel läuft, viel in Bewegung ist, rudimentär. Ansonsten haben nur Bullen große Stoßzähne. Und, also zumindest bei den asiatischen Elefanten. Und wenn sie jetzt einmal ums Haus rumgehen, auf der anderen Seite ist der Gajendra zu Hause, der hat zwei große Anlagen. Es ist auch ein großer Tag, keine Ahnung. Thank you.
Zeitlupe.